In diesem Video geht es mal um das große Thema Fluchtrucksack. Genauer gesagt will ich mal die drei verschiedenen Arten von Prepper Fluchtrucksäcken vorstellen, die ja jeweils auf ein bestimmtes Szenario abgestimmt und angepasst sind. Das Video richtet sich hauptsächlich jetzt an Anfänger, an Beginner. Und ich denke, dass ich hier helfen kann, mit meinen Tipps wirklich viel Geld zu sparen beim Ausrüstungskauf. Weil wenn du zum Beispiel gerade dabei bist, die Ausrüstung für Notfälle, für Survival oder zum Beispiel so einen Fluchtrucksack zuzulegen, dann solltest du diese drei Arten auf jeden Fall mal kennen. Also, wenn dich das Thema interessiert, bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Hallo, ich bin Thomas Bickel, Gründer und Geschäftsführer von Survival Pro, dem modernen Online-Fachmarkt für professionelle Notfallvorsorge und Survival-Ausrüstung seit 2016. Ihr findet uns im Internet unter www.survival-pro.de oder notfallvorsorge.shop. So, und ich will auch gar nicht lange an dem heißen Brei drum rumreden. Das Video ist wie folgt gegliedert. Erstens mal ein bisschen Theorie. Ja, ich denke mir das ja nicht aus. Meine Quelle, mein Bezugsdokument ist das hier, diese Broschüre, der Ratgeber vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, wie immer in der Videobeschreibung mal verlinkt, weil das Bundesamt bringt diese Ratgeberbroschüre kostenlos als PDF zum Download. Danach gebe ich eine kurze Übersicht über die drei Rucksäcke und stelle auch jeden einzelnen vor bezüglich Inhalt und Verwendungszweck. Danach gibt es noch eine Zusammenfassung, ein Fazit, gegebenenfalls eine Kaufempfehlung. Los geht's! Und ich beginne mal mit einem Zitat aus besagter Broschüre. Wir schlagen mal auf Seite 20. So, zack, Brille auf. Seite 20. So, Gepäck für den Notfall. Also, nur noch mal zum Mitschreiben. Die Bezeichnung Fluchtrucksack ist natürlich keine offizielle Bezeichnung. Logo, ne? Das offizielle Wort oder ich sage es mal anders, im gängigen Beamtensprachschatz, im Behördenwortschatz heißt das Ding Notgepäck. Ja? Nicht Fluchtrucksack, Notgepäck. Meint aber im Grunde genommen das Gleiche. Okay, also Seite 20 in der Broschüre. Gepäck für den Notfall, Notgepäck. Packen Sie praktisch. Also, es ist etwas passiert und alle müssen raus aus dem Haus. Eine Evakuierung ist angesagt. Der Auslöser, ein Leck in der Gasleitung, ein Brand im Nachbarhaus, der Fund von Weltkriegsmunition. Es gibt viele denkbare Notsituationen und je nachdem kann es eine längere Zeit dauern, bis Sie wieder zurück in Ihre Wohnung dürfen. Jetzt können Sie nicht lange nachdenken, was Sie mitnehmen sollen. Deshalb machen Sie sich schon vorab Gedanken über Ihr Notgepäck und halten Sie es auch so weit wie möglich griffbereit gepackt. Hier noch ein ganz kurzer Tipp, ein praktischer Hinweis. Das Notgepäck soll helfen, die ersten Tage außer Haus zurechtzukommen. So, was da alles zum Inhalt dazu steht, sowie die Checkliste, das gehen wir dann zum späteren Zeitpunkt durch. Jetzt soll es erst nur mal darum gehen, für welchen Verwendungszweck die drei Arten von Rucksäcken gedacht sind. So, und jetzt gebe ich mal die kurze Übersicht über diese drei Arten von Rucksäcken. Jeder von diesen Rucksäcken hat eine eigene Bezeichnung. Ja, ich habe hier die typischen Abkürzungen hier schon mal aufgelistet. Das ist wie beim Militär. Na, Militär liebt Abkürzungen. Für alles gibt es Abkürzungen. Und so auch hier. Und die drei Arten von Fluchtrucksäcken heißen Easy, BOB und Inch. Hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn ich das gleich erläutere, was ist, das hat durchaus seine Berechtigung. Wie gesagt, abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck. Ich beginne mal mit dem EDC. Das EDC steht für Everyday Carry. Everyday Carry. Was so übersetzt bedeutet so viel wie, das sind die Sachen, die du eigentlich täglich brauchen könntest. Also das ist jetzt kein wirklicher Fluchtrucksack, da geht es nicht um eine Flucht, aber es ist ein Notgepäck. Wenn ein Notfall eintritt, dass du immer bestimmte Sachen dabei hast. Der Rucksack ist relativ klein. Ich zeig dir mal ganz kurz meinen persönlichen, den ich so seit ungefähr 3 Jahren so fast täglich mit mir rumschlepp. An der Stelle vielleicht mal ein Tipp, bitte abonniert doch den Kanal, drückt doch auf diese Glocke, um kein Video zu verpassen, weil in einem der nächsten Videos werde ich mich mal ausführlich nur um diesen EDC-Rucksack kümmern, wo ich mal komplett alles vorstelle. Was ist da alles drin? Also da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel eine Powerbank, falls das iPhone mal leer geht. Was habe ich noch drin? Ein Schirm zum Beispiel und so weiter, Wasserflasche und. Aber es geht darum, dass man die Sachen, die man täglich braucht oder gebrauchen könnte,
einfach immer mit sich führt und griffbereit da hat. Es kann sein im Auto oder eben auf dem Weg zur Arbeit, im Zug oder beim Wandern. Je nachdem, wo ich eben hin möchte und was ich eventuell brauchen könnte, kommt das in diesen EDC-Rucksack. Und das ist eigentlich auch überhaupt nicht so ungewöhnlich. Die Frauen haben ja ihr kleines Damenhandtäschchen, ist ja eigentlich auch nichts anderes. Das sind die Sachen drin, die man jeden Tag vielleicht gebrauchen könnte. Und das ist hier eigentlich nichts anderes, das EDC, das Everyday Carry. So, jetzt kommen wir zum nächsten und das ist dieser BOB, kurz Bob, und das steht für Backout Bag. Geschrieben Bookout Bag. Backout Bag. Und das, meine sehr verehrten Zuschauer, das ist der eigentliche, wirkliche Fluchtrucksack, das wirkliche Notgepäck, wie es eben im Behördendeutsch heißt. Und ohne jetzt auf den Inhalt genauer einzugehen, machen wir gleich noch. Wofür ist der gedacht? Der ist dafür gedacht, falls du dein Haus mal kurzfristig verlassen musst aufgrund von Notfall, Evakuierung, Räumung, Epidemie, was auch immer. Für einen Zeitraum ungefähr 3 Tage bis maximal eine Woche. Und da sollte alles drin sein, dass du halt diese Tage komplett autark überstehst. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das Bundesamt empfiehlt als Inhalt. Ich blende die Checkliste mal ein. Und lese mal hier vor, wir haben hier im Notgepäck die Medikamente, Schutzkleidung, Wolldecke, Unterwäsche, Gummistiefel, Essgeschirr, Material zur Wundversorgung, Dosenöffner und Taschenmesser, strapazierfähige warme Kleidung, Taschenlampe, Kopfbedeckung, Schutzhelm, Schutzmaske, behelfsmäßiger Atemschutz, Arbeitshandschuh, Fotoapparat oder Fotohandy. Was auf jeden Fall dann noch ergänzt werden müsste, ist natürlich Essen und Trinken für 3 Tage bis maximal eine Woche. Ja, da kannst du zum Beispiel mit rein tun, so Schokoriegel oder eine Packung Nüsse, von mir aus auch ein paar Knacker oder belegte Brote oder sowas halt. Ja, was ich natürlich empfehle, und ich hole das mal direkt hier aus unserem kleinen Schrank raus, natürlich hier solche Trekkingkekse, Notnahrung, Energy 5 zum Beispiel, ne? An der Stelle der Tipp. Über das Thema Notnahrung habe ich ein komplettes Video gemacht, wo ich mal die verschiedenen Packungen, die verschiedenen Arten vorstelle. Verlinke das auch in der Videobeschreibung. Das würde ich da noch mit reinnehmen und auch ganz wichtig natürlich die Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Ja, man muss ja da keine Wasseraufbereitungsanlage mitschleppen, aber so ein kleiner Filter, wie zum Beispiel hier von der Firma Caradyne, dieses kleine Teilchen, wo du halt wirklich aus jedem Bergtümpel, aus jeder Pfütze da Trinkwasser gewinnen kannst. Und ganz wichtig natürlich auch, um die Nahrung zuzubereiten, zu erhitzen, ein kleiner Campingkocher. S-Bit-Kocher zum Beispiel, ein Tanja-Kocher oder eben ein Gaskocher würde ich empfehlen. Und natürlich macht es Sinn, da gleich ein Kompaktsystem zu erwerben, wo gleich noch der entsprechende Behälter mit dabei ist, der Topf, wo man das eben auch warm machen kann und abkochen kann. So, das wären meine Ergänzungen dazu. Alles andere steht ja in der Broschüre vom BBK ja schon drin in der Checkliste. Und ich fasse nochmal zusammen, der Backout-Bag oder der Fluchtrucksack, das Notgepäck, ist also dafür da, eine kurzfristige Flucht, ja, also wenn du dein Haus verlassen musst, für Zeitraum 3 Tage bis etwa 7 Tage maximal, dass du da komplett autark bist, dass da eben alles drin ist, um diese Zeit oder diese Dauer eben zu überstehen. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten im Bunde. Das ist der sogenannte Inch-Rucksack. Und Inch steht für I never come home. Ich komme nicht wieder nach Hause. Klingt ein bisschen komisch, ist auch irgendwie, weil ich sage es ganz ehrlich. Ein Szenario, was eintreten muss, dass ich meine Wohnung, mein Haus verlasse auf unbestimmte Zeit und ich weiß, ich komme da gar nicht wieder, das ist weg, das ist verloren. Und ich muss mich auf unbestimmte Zeit irgendwie im Wald rumschlagen oder im freien Feld. Das kann ich mir ganz ehrlich in unserem Breitengraden hier eher gar nicht vorstellen. Ja? Und die Notwendigkeit von einem Inch-Rucksack sehe ich nicht. Und ich sage es ganz ehrlich, ich beschäftige mich jetzt seit 5 Jahren mit dieser Thematik und ich habe auch noch keinen getroffen, der mir das wirklich belastbar und ausreichend gut begründen konnte, warum man einen Inch-Rucksack braucht als Anfänger. Wir reden von Anfängern. Ja, mit dem EDC und dem Backout Bag, dem Fluchtrucksack, sind wir für 99,9% aller möglichen Szenarien abgesichert. Ja,
Backout-Bag, das empfiehlt ja auch das Bundesamt, den Fluchtrucksack oder das Notgepäck. Inch, I never come home. Ja, ich kann natürlich verstehen, dass es immer mehr Leute gibt, die sagen, ja, mir doch egal, ob das eine Notwendigkeit ist oder nicht, ich kaufe so ein Ding oder ich lege mir so ein Ding zu. Es spricht auch vieles dafür. Erstens, haben ist immer besser als brauchen, das ist klar. Entsprechendes Budget vorausgesetzt und man hat das Geld dazu. Ja, warum denn nicht? Man hat ja auch an diesen Sachen, die da drin sind, auch Spaß. Ja, man kann die auch verwenden für andere Sachen, für Camping, für Trekkingtouren und so weiter. Natürlich kann man das auch als Investition sehen. Was gibt es heute noch auf der Bank? Zinsen? Ich weiß nicht, ich glaube, momentan gibt es sogar Strafzinsen, wenn man noch Geld hat. Und wer Geld hat und was investieren will, warum denn nicht? Ist keine schlechte Sache. Ja? Und das ist ja generell so bei diesen ganzen Prepper-Dingen. Krisenvorsorge, Notfallvorsorge. Das geht los mit dem Notvorrat. Ja? 10 Tage, die habe ich. Und dann stellt sich was ein, das finde im ersten Haus, wenn man es gemacht hat, nämlich ein gutes Gefühl. Ja? Das ist wirklich so. Man weiß, egal was kommt, meine Familie und ich, wir sind abgesichert. Wir haben Vorräte, ja? Wir haben, wie es das BBK, Bundesamt empfiehlt, auch einen Fluchtrucksack mit dem Notfallgepäck. Bei was für ein Szenario auch immer, keine Ahnung, Coronavirus, Ebola, was auch immer. Ja, ich will ja auf diese Szenarien jetzt gar nicht eingehen. Ihr braucht ja bloß Zeitung lesen, Fernsehen gucken, seht ihr ja die Nachrichten täglich, ne? Was da kommt, wie woanders Städte abgeriegelt werden, ganze Dörfer, ganze Landstriche, wo keiner mehr rein und raus darf oder vielleicht doch evakuiert werden muss. Und das macht schon Sinn. Aber dieser Innenrucksack, lasst euch bitte nicht einreden, auf gar keinen Fall als Anfänger, als Beginner, man bräuchte so ein Ding, ja? Auf gar keinen Fall. Natürlich macht das Spaß. Ich bin jetzt auch dabei, mir nach und nach so einen Innenrucksack zusammenzustellen, ja? Aber ich muss auch dazu sagen, wir reden hier über Investitionen. Also so ein Ding kostet Minimum im vierstelligen Bereich, ganz klar. Ja, nur mal als Beispiel ein Zelt. Im Fluchtrucksack, da reicht ja so eine Bauplane theoretisch aus dem Baumarkt. Oder ein kleines Zelt für 50 Euro. Das soll ja nur so für 3 Tage maximal eine Woche halten, so behelfsmäßig. Für unbestimmte Zeit, da brauche ich ja schon mal ein Zelt, was ganzjahrestauglich ist. Ein 4-Jahres-Zelt, ja, was auch im Winter funktioniert. So, dabei muss es aber auch noch möglichst kleines Packmaß haben, möglichst leicht sein, weil ich muss es ja schließlich mitschleppen. Ja. So, und diese 3 Faktoren, Hochwertigkeit, lange Haltbarkeit, ja, Strapazierfähigkeit und so weiter und geringes Packmaß, geringes Gewicht. So, das lassen sich die Hersteller natürlich auch sehr, sehr gut bezahlen. Und da kostet ja alleine so ein Zelt schon 1.000 Euro. Ja? Also, das muss man natürlich immer abwägen. Und dann sind wir auch schon bei der Zusammenfassung. Also, wir haben heute kennengelernt die 3 Arten von Fluchtrucksäcken bzw. Notgepäck. Das EDC, das Everyday Carry, was man täglich gebrauchen könnte und auch immer mitführt. Der BOB steht für Backout Bag, also der eigentliche Fluchtrucksack, das Notgepäck, wie es auch von den Behörden empfohlen wird, für den Zeitraum 3 bis 7 Tage ungefähr. So, und der Innenrucksack, und wir haben gelernt, Innenrucksack kann man haben, ist eine feine Sache, muss man aber nicht. Notwendigkeit besteht hier nicht. Das sind Tipps, die man wirklich beim Kauf, beim Ausrüstungskauf berücksichtigen sollte, weil gerade als Beginner, als Anfänger überlege ich mir schon genau, und gerade als Familienvater überlege ich mir 3-mal, ob ich mir ein Zelt für 800 Euro kaufe oder einen Rucksack für 400 Euro oder was anderes mit dem Geld mache. Ja? Wer natürlich entsprechendes Budget hat, feel free. Ja? Ich verlinke euch auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung so Empfehlungen für Rucksäcke, den EDC-Rucksack, so ein kleiner, für den Backout-Bag und für den Innenrucksack auch. Okay, dann wären wir mit dem Video durch. Wenn es dir gefallen hat, lass doch mal einen Daumen nach oben da. Schreib auch mal gerne in die Kommentare, was du für eine Meinung zu diesem Thema hast, ob du schon einen Fluchtrucksack hast oder vielleicht dir direkt gleich einen Innenrucksack zulegen möchtest. Und wenn Fragen sind, schickt eine E-Mail info@survival-pro.de. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, wünsche dir noch einen schönen Tag, bis demnächst, macht's gut und tschüss.